Ja, herzlich willkommen wieder bei GROBI.TV, unserem Heimkino-Kanal. Es ist schneller gegangen als gedacht, ne? Ich habe dich vor 3 Tagen angerufen und schon bin ich hier. Ja. Da hast du nicht mit dir gerechnet, ne? Nee, das war sehr kurzfristig. So ist das, wenn man uns Fotos zur Verfügung stellt von seinen Bauprojekten und diese Bauprojekte dann auch im Internet bei uns auf der Facebook-Seite einen großen Anklang gefunden haben, was mich nicht überraschte. Wo bin ich? Ich bin beim Dennis. Der gute Dennis wird mit seiner Frau hier im Ruhrgebiet, das kann man schon sagen, ne, das ist hier Essen, ne? Ja, wobei genau, du springst mal zwischen Oberhausen, Essen, Mülheim hier. Genau. Wir sind hier im Städteeck. Und, ja, Drei Städteeck, genau. Ja, genau, so ist es. Und der gute Dennis, der war insoweit schnell erreichbar, weil er hat leider im Moment hier so einen kleinen Nachteil mit seinem Knie. Er hat da 2 Krücken. Ich sage nur, Sport ist Mord. Nein, glücklicherweise nicht ganz, aber es war trotzdem Sport, nee, ne? Eben, war ein Sportunfall. Ja, ja. Beim Basketball verletzt. Ist passiert. Wolltest hoch hinaus, im wahrsten Sinne des Wortes. So sieht's aus. Okay, also haben wir jetzt die Zeit gefunden, uns schnell mal zu verabreden, weil natürlich will ich euch noch weitere Videos zeigen von Installationen, von Heimkino-Ideen etc. Und die Story, die ich jetzt hier erfahren habe, und wir haben uns gerade ein bisschen unterhalten, die ist auf jeden Fall erwähnenswert und die werden wir euch jetzt in den nächsten Minuten erzählen. Hier oben ist das schon sowas wie ein kleiner Schrei, ne? Als ich reinkam, habe ich gedacht, oh ja, das ist mir ja schon mehr als sympathisch. Auch eine meiner absoluten Favoritenserien, Sons of Anarchy. Genau, das ist jetzt hier noch ein bisschen in Arbeit, sage ich jetzt mal, aber um einfach mal so ein bisschen schon mal einen Flair zu bekommen, was sich dahinter verbirgt, haben wir hier schon mal ein bisschen was aufgestellt. Ja, genau. Und ich sag mal, man sieht schon, es geht so ein bisschen Richtung Motorrad ist einmal das Thema. Dann sehe ich hier alles, was so mit dem Thema auch ein bisschen mit Western zu tun hat, scheint auch so ein leichter Schwerpunkt zu sein vom Gucken, genau. Richtig? Also Motorrad in jedem Fall, weil da ja auch noch ein anderes Hobby besteht. Ich bin selber ja auch Motorradfahrer, von daher angelehnt daran ist die Leidenschaft natürlich da. Vielleicht machen wir demnächst einen kleinen Grobi-Motorradclub auf, weil der gute andere Dennis, der bei uns in der Firma, der hat den Dennis nämlich jetzt auch schon kennengelernt und ihr beide habt die Leidenschaft einer amerikanischen Motorradmarke, nennt sich Harley und da seid ihr doch gefahren. Dummerweise sieht es jetzt ein bisschen blöder aus im Moment. Da musst du wahrscheinlich mehr den Simulator nutzen. Genau, das wird jetzt erst was zum Spiel so meinen. Ja, es wird wieder. Ne? Also das haben wir nämlich auch schon gemacht, da gab es auch schon die ein oder anderen Treffen. Und jetzt haben wir also hier in deinen Räumlichkeiten die Möglichkeit mal zu sehen, was das ist, du uns auf Bildern. Und du hast um die 600 Bilder gemacht, ne? Insgesamt, ja. Wir befinden uns ja hier in so einem Altbauhaus, sage ich jetzt mal, von 1902. Und da war es jetzt nicht nur mit dem Ständerwerk getan, sondern da musste noch einiges anderes an Vorarbeit geleistet werden. Und ja. Wobei du mir gesagt hast, also du hattest damit gerechnet, naja, also ein paar Wände da mal ein bisschen was anzuklopfen und dann Lautsprecher dranhängen, das könnte es gewesen sein. Aber du hast dann festgestellt, hinter jeder Wand ist noch eine Überraschung. Genau. Das war und auch Decke und Boden. Absolut. Alle Richtungen. Decke, Boden, die Außenwände. Es war hier einmal rundum Kahlschlag sozusagen. Und ja, wie gesagt, 600 Bilder zur Archivierung, um zu sehen, was im Laufe der Zeit alles so passiert ist. Weil hinter jeder Geschichte musste auch immer irgendwas gemacht werden, sei es jetzt vorerst Schimmel im Boden, das musste alles raus, Spalierlatten unter der Decke, das musste auch erstmal alles weichen, bevor wir da überhaupt ans eigentliche Kino gehen konnten. Also die Basis, die Grundlage musste erstmal geschaffen werden an der Stelle. Von wann ist das Haus? Das ist ein Anbau, aber ein großer Anbau. Also das Haus an sich selber ist von 1902. Es wurde schon mal saniert, so um die 60er bis 80er Jahre rum. Aber im Zuge der Renovierungsarbeiten, im Einzug jetzt, sage ich jetzt mal, haben wir natürlich einiges auch nach unseren Wünschen so gestaltet. Also ist jetzt so 2019, 2020 ist dann jetzt unser Umbau eigentlich nochmal gestartet. Gut, du hast gute Unterstützung gehabt von der Familie. Deine Frau hat mitgeklopft, habe ich gehört. Ja, genau. Und dann hattest du, was war noch dabei? Die Schwiegervater, ganze Familie, wir können sie alle grüßen. Ne? Vielen Dank, dass ihr hier so alle angepackt habt. Großer Freundeskreis ist auch da und der Statiker musste auch ab und zu mal vorbeikommen. Ne? Genau, der hat das Ganze dann auch nochmal überprüft. Da wollten wir ja auch auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass da noch irgendwelche... Stichwort Gewölbekeller, wo man schon langsam da die Bögen gesehen hat, nachdem man den Boden abgetragen hat. Genau. Oder oben hat man dann schon den Fußboden wiederum gesehen von dem Stockwerk drüber. Genau. Ja, okay. Soweit ist es. Aber soweit habt ihr alles hingekriegt. Genau. Richtig. Das heißt, das ganze Kino ist jetzt seit ungefähr wann fertig? Wir sind jetzt im Mai 2023. Ungefähr Februar ist es fertig geworden. Also so in dem Zustand, wie es jetzt ist. Diese Feinjustierungen, sage ich mal, die laufen immer noch. Letzten Samstag hatten wir noch eine Einmessung vorgenommen. Und das war der Grund, warum wir an die Fotos gekommen sind. Genau. Und wo der gute Holger 2 sagte, hör mal, das war so genial, da müsst ihr unbedingt mal hin. Richtig. Und dann haben wir das getan. Genau. Jetzt sind wir hier. Mein Lieber, geh mal vor. Ich war noch nicht drin. Ich habe viel gehört. Ich habe die paar Bilder gesehen, die wir euch ja auch gezeigt haben. Das ist übrigens, wann kommt der Film eigentlich? Ich bin ja Netflix-Kunde. Gibt es da schon einen Starttermin? Oder nee. Wahrscheinlich 4K HDR, Dolby Atmos? Läuft wahrscheinlich auch als Serie. Ja, aber wir hoffen mit. Ganz lange und ganz vielen Staffeln. Genau. Ja. So, jetzt gehen wir mal rein. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich gehe mal vor. Ne, du gehst vor. Ich komme hinterher, aber geh vor unserem Kameramann. Ja, der Schinkebein. Ja, gucke mal an, ne? Okay, also das könnte so in die Richtung gehen. Eins der kleinsten Kinos, was wir ever gesehen haben, oder? Was meinst du? Was ist übrig geblieben nachher, nachdem du alle deine Wände da umgebaut hast mit der Quadratmeterzahl? Knapp 11 Quadratmeter haben wir jetzt im sichtbaren Zustand. Und das Geniale ist, das fällt mir jetzt so spontan mal als auf, du hast ja eine verdammt hohe Decke immer noch hier drin, ne? Die war mal wahrscheinlich so um die 3 Meter, haben wir vorhin mal berichtet. Genau, ne? Knapp 3 Meter, also 2,90 Meter, ein paar kleine, war die im Ursprung. Und wie gesagt, dadurch, dass wir ja hier einen Altbau haben, ist hier einiges runtergekommen. Das heißt also, eine Zwischendecke ist hier noch reingekommen mit Dämmung und dann halt nochmal abgehangen, dass wir jetzt diese Konstruktionshöhe haben. Im Grunde genommen sind es 2 Decken. Also für mich ist echt ein neues Gefühl von Fläche und Größe des Raums, weil so eine hohe Decke ist schon cool. Also das muss man schon sagen. Jetzt sind wir auch nicht gerade der ganz Kleinste. Bin jetzt 1,80 glaube ich noch gewesen. Und dann hast du da oben noch mal richtig viel Luft. Aber der Raum hatte schon ein paar Herausforderungen. Sollen wir uns setzen? Ist wahrscheinlich besser, ne? Oder? Ja, bevor ich seine Knie kriege. Ich bin ja auch nicht mehr, ne? Also komm, machen wir mal. Licht haben wir, hoffe ich, genug. Dann gucken wir mal. Also, der Raum war mal ein Büro. Richtig, genau. Der Raum diente vorher als Büro und ist jetzt zum Heimkino umfunktioniert worden. Und da war ein Fenster auch? Ja, ein doppelseitiges Fenster. Ja? Genau. Wir haben hier an der Seite 2 Fenster, rechts wie links. Eine Seite habe ich gängig gelassen, das andere ist zugekommen. Da wirst du uns aber verraten, was ich machen muss, in die Hände klatschen oder was auch immer? Nee, nee, also das ist, wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist also, das rechte Fenster ist noch komplett zugänglich. Ja. Und die linke Fensterseite ist zu, nach wie vor. Belüftung erfolgt hier über den Wärmetauscher, rechts wie links. Eine Seite habe ich für die Zuluft und die andere Seite für die Abluft. Was heißt Wärmetauscher? Hilf mir mal eben weiter. Frischluftzufuhr im Raum, einfach mal so salopp gesagt. Aber da hast du dann was gemacht? Ich beheize jetzt nicht damit, mir geht es hier wirklich nur darum, dass wenn man mit mehreren, also 4 Leute, haben wir es wohl betrieben schon. Ja. Dass wir hier Frischluftzufuhr im Raum haben. Und hast du dann einfach ein Loch an der Wand geschlagen und hast dann da so ein Gitter davor oder hast du da irgendwie was anderes gemacht? Nee, nee, das sind 2 Kernbohrungen, sind dann im Nachgang auch noch erfolgt. Also aber nach draußen? Nach draußen hin. Ja, und was sehe ich dann draußen? Die Lüfter. Du holst die Luft wirklich über Lüfter rein oder raus? Genau, genau. Okay, aber das ist ja dann die Außenluft, die Temperatur, die dann draußen ist dann auch hier drin, je nachdem? Je nachdem, ja. Du kannst das halt auch noch Wärmetauscher halt, du kannst das auf Temperatur dann halt. Das ist meine Frage, also da ist auch noch was zum Erwärmen. Aber, genau, es ist aber keine reine Klimaanlage. Ja, in dem, genau, ne? Okay, alles klar. Also Frischluftzufuhr, da so ist. Und die hast du dir, wenn ich jetzt davor, da ist meine Leinwand ja, die sind also jetzt hier oben links, ein ganzes Stück über mir, das heißt, du merkst eigentlich keinen Luft. Strom, nichts dergleichen. Nein, also die sind jetzt aktiv, die sind gerade an. Also ich denke, also ich merke, dass da ganz weit entfernt irgendwas ist. Das könnte aber auch was sein. Ventilator, das ist der Ventilator. Der arbeitet, ja. Ja, überhaupt nichts störend. Null. Ich fand es auch nicht störend. Absolut also nicht. Das ist absolut in Ordnung. Gut, dann haben wir das Thema mit der Lüftung schon mal geklärt, weil nochmal 11 Quadratmeter hat ja dann eine Grundfläche von da nach da durch ungefähr. Also insgesamt, wir haben ja hier ein Ständerwerk eingebaut. Ich könnte dir das jetzt in der Gesamtfläche vom Raum verraten. Also da sind wir hier bei 3,80 Meter mal 3,90 Meter. Also das war das, was vorhanden war? Das war das, was vorhanden war. Also knapp 15 Quadrat. Aber da kam jemand noch ins Spiel, der heißt Holger 1. Genau. Durch Holger 1 kamen wir hier zur akustischen Optimierung und da haben wir dann jetzt hier ein Ständerwerk, ein DBA haben wir hier verbaut, vorne wie hinten und aufgrund, ja ich sag mal, dadurch, dass es ein Wohnraum ist, habe ich die Seitenwände dann halt auch noch mal ein bisschen modifiziert, also wir haben einiges an Räumlichkeit verloren. Das heißt, das kann ich in den Bildern wahrscheinlich zeigen, ne? So ein paar schöne Arbeitsschritte mal. Ne? Das werde ich euch dann auf jeden Fall mal zeigen. So, das heißt also, die Grundidee ist gekommen dadurch, dass der Fernseher zu klein war und dann hast du gesagt, ich will irgendwann mal ein Heimkino haben. Richtig, genau. Also das Interesse, das war schon immer da gewesen, an einem eigenen Heimkino. Bislang war es immer auf einem großen Fernseher und wie bei vielen anderen auch mit einer 5.1-Anlage. Und ja, die Grundidee war eigentlich Deckenlautsprecher. Ich hatte mit Deckenlautsprechern geliebäugelt und habe im Internet so ein bisschen recherchiert. Und dann bin ich auf euch gestoßen. Aber die Deckenlautsprecher waren so gedacht als eine Lösung fürs Wohnzimmer, weil man keine Lautsprecher im Raum reinstellen wollte. Weil ich habe erfahren, großer Freundeskreis, da ist auch schon mal Party und was nie alles angesagt, soll keiner was umhauen, aber trotzdem nette Musik hören. Richtig, genau. So war es im eigentlichen Sinne. Ja. Und dann haben die Dinge ihren Lauf. Na, dann bin ich dann ziemlich schnell aufs Heimkino gekommen und dann aufgrund meiner ersten Eindrücke, ja, muss ich auch haben. Die Eindrücke sind aber dadurch entstanden, dass du dann bei uns auch wirklich im Laden warst. Ne? Ja, Essen, Kaarst ist ja genau. Fahrbar, Brücken funktionieren im Moment noch. Richtig. Kommt man also auf die andere Rheinseite. Ja. Und dann hast du das dann vom Dennis, glaube ich, ne? Da habt ihr euch kennengelernt und dann, dann hat er dir mal ein bisschen was gezeigt. Und dann hast du eine Dreiviertelstunde Zeit gehabt, nach Hause zu fahren und sagst, jetzt muss ich gucken, wie ich das irgendwie hinkriege. Genau, da so musste ich mir einen Masterplan überlegen, um meine Frau davon zu überzeugen. Ja. Da warst du alleine da. Und dann hast du Atmos Auro ja auch gehört, weil das hattest du nur übers Video gekannt. Richtig, ne? Genau. Das kannte ich so in dieser Form noch nicht. Atmos ja, Auro nein, war ein Begriff, aber das live erlebt hatte ich bis dato noch nicht. Und da hatte sich dann die Möglichkeit geboten, das Ganze mal live zu erleben. Hat natürlich absolut überzeugt. Das ist schön zu hören. Das war noch während der Corona, vor Corona. Ich bin mir überlegen, wie war das? Oder waren wir gerade, man durfte gerade mal ein paar Stunden aufhaben, so in dem Bereich, ne? Das ging vor 2 Jahren dann so los. Das war noch vor Corona. Vor Corona sogar noch, okay. Ja. Und dann musst du überlegen, welcher Raum ist jetzt der geopfert wird? Richtig, genau. Da hatten wir auch mehrere Räume zur Auswahl, aber ja, wie gesagt, dadurch, dass man nach dem ersten Kontakt auch ziemlich schnell an die akustische Optimierung geraten ist, hat man dann natürlich auch überlegt, ist das jetzt der geeignete Raum, ja oder nein? Und ja. Wir holen uns den Holger gleich noch dazu über einen Zoom. Da kann er uns noch mal kurz erzählen, was er so für den ersten Eindruck hatte, als in dieser Raumgröße mit der Höhe natürlich auch noch mal genannt worden ist, welche Herausforderungen er da gesehen hat. Schlussendlich seid ihr euch dann relativ schnell einig geworden, dass die Planung grundsätzlich möglich ist. Habt dann da also dann angefangen, du hast dann ja was bekommen, einen Bauplan, weil du wolltest ja alles selber machen. Genau. Das heißt, da wusstest du nachher auch, was kriegst du da, 50, 60 DIN A4 Seiten wahrscheinlich ungefähr, ne? Oder? Wenn man jetzt, genau. Wenn man jetzt diesen kompletten Bauplan dann dazu bucht. Ja. Jetzt in meinem Fall war es dann bei der ersten Stufe so, dass man mir mir gesagt hat, was man hier an akustischen Maßnahmen ergreifen müsste, welche Positionierung man dann hat. Und dann kann man, wenn man selber handwerklich ein bisschen affin ist, das Ständerwerk oder das Ganze drumherum dann auch so machen. Das heißt, du hast jetzt nicht die detaillierte Anleitung gebucht, wo du sagst, jetzt musst du den Balken an die Stelle da machen, das hast du gesagt, komm. Das kriegt mit einem gewissen Erfahrungsschatz, kriegt das auch so hin. Richtig, genau. Okay, super. Weil hier also dann auch noch einige andere Dinge zu beachten waren, die in der Vorplanung gar nicht so möglich gewesen wären, wie gesagt. Also, entkernt heißt, alles raus, Boden raus, stellst plötzlich fest, oh, da war Schimmel, das heißt, das musste auch noch alles berücksichtigt werden und dann wurde hier Beton reingegossen, hast du einen Estrich reingemacht, genau. Oder ist das hier? Estrich ist hier reingekommen. Ein echter Estrich reingekommen. Genau, und ja, das gleiche Spielchen von oben, die Wand ist, die Decke ist zweimal abgehangen und wie gesagt, die Wände mussten dann auch nochmal weichen bzw. präpariert werden, weil diese Nische, die gehört eigentlich nicht zum Raum. Muss man an der Stelle ja auch mal dazu sagen. Die muss ich mir jetzt einfach mal anschauen. Du kannst ja mal sitzen bleiben. Komm her, gehen wir mal hoch. Also ich gehe mal hier rum. Du hast ja hier ein sehr gemütliches Sofa, 4 Leute sagst du. Ja. Und hier ist jetzt eine Nische. Richtig. Ist das jetzt so, dass hier eine Wand gewesen ist oder war? Oder ist die Wand dahinter oder wie ist das? Oder war die Wand hier und du hast jetzt einfach da was rausgehauen und bist schon im Nachbarraum? Also in etwa, die Wand befindet sich in Höhe der Endgeräte. Das heißt also... Da hinten ist die Wand. Nee, weiter vor. Da wäre ungefähr die Wand. Das heißt also, da wo deine Hand jetzt gerade war, waren wir schon im Schlafzimmer. Okay, und dann hast du die Wand komplett weggehauen oder hast du nur in der Mitte hier so einen Schlitz rein, also hier das hier rausgehauen? Nee, zunächst haben wir damit angefangen, einen Platz für den Beamer zu schaffen. Der da ganz oben ist, ein JVC, genau. Ein Megagerät, N5. Ja, und die Problematik lag darin, dass die Positionierung nicht passte. Und zwar an der Stelle, wo der Beamer hätte sitzen sollen, wir haben hier eine Fachwerkwand noch gehabt, ja, saß ein Querbalken. Und, da hat der gute Freund gesagt, vom Statiker, wenn du das machst, gibt es eine Kettenreaktion? Nee, glücklicherweise nicht, aber das hat dann zur Verzögerung geführt, weil der Balken musste ja weichen. Dann heißt also, entweder hätte ich da irgendwie einen Träger, irgendwas anderes einsetzen müssen, wenn das irgendwie statisch von Relevanz gewesen wäre. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, musste ich das halt nochmal überprüfen lassen. Und im Nachhinein, wie gesagt, konnte der weichen an dieser Stelle. Und dann haben wir die ganze Wand, weil es halt die Bruchstein, sowas, ja, in der Art, komplett rausgehauen. Komplett rausgehauen bis zu dem Querbalken links und rechts. Und so ist diese Nische entstanden. Also links und rechts davon ist also noch der Querbalken, von der eigentlichen Grundmauer. Okay, also die hättest du alleine stehen lassen können, hättest ein riesen Schlafzimmer gehabt oder ein riesen Kino, ne? Dann wäre das so. Oder hättest aus dem Bett raus gucken können, das wäre auch noch möglich gewesen. Allerdings wären die beiden Balken störend gewesen im Bild. Genau. Und somit hast du das dann aufgefüllt dann wiederum. Hast du das gemacht? Hast du Steine reingesetzt oder was ist alles aus Holz gemacht worden, rechts und links dann? Nee, das ist... Damit die Wand ja auch ein bisschen schallig da ist, denke ich mal, ne? Genau, die Nische, das ist eine Trockenbauwand. Die ist dann mit Regips wieder richtig verkleidet und gedämmt worden. Also, und lass mich raten, auf der anderen Seite habe ich jetzt so, guck mich jetzt was an. Genau. Mhm, okay. Da hast du wie so eine Art Erker, sage ich jetzt mal. Ja, ja, okay. Und wie würdest du sagen, wenn du mal alleine Filme gucken willst und da läuft die Harley im Hintergrund im Film, ist das was, was man nebenan spürt, fühlt oder hört? Nein, nein, absolut nicht. Nee, nee. Also das ist da, hinten hast du Ruhe. Ja, weil das ist ja, weil du hast ja DBA gesagt, gell? Ja, richtig. Haben wir das ja schon überhaupt gesagt, dass ein DBA hier ist? Ja, wir haben gesagt, dass Holger da ist. Wenn Holger da ist, ist auch ein DBA, meistens. Ja, über das Ständerwerk halt jetzt angesprochen, haben wir es kurz erwähnt, ja. Das heißt, dann hast du ja hier deine beiden Subwoofer, genau, und da drüben. Genau. Da passt ja perfekt von der Aufteilung her. Richtig, genau. Und du sagst mir, dass du dann auf der anderen Seite nichts hörst, wenn die hier am Arbeiten sind. Oder ja, ein bisschen. Wollte ich gerade sagen, gar nichts hören, es wäre jetzt auch falsch. Ja. Also man hört es, klar. Aber es ist jetzt nicht störend. Nochmal zum Material. Wahrscheinlich sehe ich was auf den Fotos. Also für jemanden, der jetzt überlegt, sein Schlafzimmer zu verkürzen, weil da noch Heimkino rein soll, ja? Dann war nichts mit Mauerwerk oder sowas geplant. Das ist alles Trockenbau? Das ist alles komplett Trockenbau. Und dann hast du das gefüllt mit entsprechender Wolle und was man so alles da reinpackt, richtig, ne? Genau. Ja, ist ja schon cool, weil das ist ja auch eine echt schon lange Trockenbauwand, die da oben ist. Ist das eine Diamantwand gewesen oder was hast du genommen? Diamant, genau, ne? Richtig, ja. Ha, wollte ich da sagen, das kann ich auch nochmal, das haben wir doch bei uns im GROBI.TV auch gemacht. Ist deutlich fester, steifer und nochmal dicker ist die ja, ne? Richtig, genau. Plus zusätzliche Dämmung, also das war absolut in Ordnung so. Ist das auch an den Seiten gemacht worden, so eine Diamant, oder hast du die nur an der Front gemacht, vorne hinten? Oder in der Wand zum Schlafzimmer? Nein, das sind beides Außenwände. Mhm. Also die Frontwand, wo... die Leinwand vorne ist. Das ist Haus zu Ende. Okay. Genau, logischerweise da an den Lüftern. Das ist mit OSB-Platten gemacht worden, tatsächlich. Also OSB-Platten doppelt beplankt und dann halt die Schieferriemchen dann da drauf. War das so in einer Kommunikation mit Holger, dass er sagte, pass auf, mach dann in die Richtung hin, oder war das eine Entscheidung von dir, dass du das so aufteilst mit der Trockenbau und mit der OSB? Nee, das war eine Entscheidung von mir. Hätte man jetzt natürlich auch OSB Regipsplatten wählen können, sage ich jetzt mal, auch doppelt beplankt. Allerdings habe ich mich dafür entschieden, weil dahinter, wir haben hier die Schimmelprävention, musste berücksichtigt werden. Ja, ein ganz heißes Thema im wahrsten Sinne. Genau, dadurch, dass wir hier Außenwände haben und ich ja schon Schimmelbefall hatte, wollte ich da jetzt auch auf Nummer sicher gehen. Jetzt hat man natürlich so ein bisschen was an Erfahrung gesammelt. Und dann habe ich gesagt, da ist Holz einfach für mich... es wird sich keine Feuchtigkeit da absetzen, keine Frage, dadurch, dass wir hier so eine Zirkulation drin haben. Aber da in dem Fall wollte ich da auf Nummer sicher gehen und habe dann Holz als Baumaterial dann gewählt. Und das in dem Bereich und für die beiden Außenwände, also rechts und links. Also ich gucke ja, wir zeigen euch eine Menge Details von dem, was wir jetzt hier so alles sehen. Ich finde das ja mega mit diesen Nischen beispielsweise, auch dann mit der Beleuchtung, die du hier so reingesetzt hast, ne? Ja. Dann hast du hier den Akustikstoff verwendet, schätze ich mal, ne? Den hast du wahrscheinlich vom Holger, oder? Was haben wir da? Genau. Ne? Das ist der Akustikstoff dann hier. Ja. Roter Teppich, dann hast du hier das Ganze so schwebend auch gemacht. Erzähl mir was von den Lautsprechern. Das wird ziemlich lustig bezüglich der Anzahl der Lautsprecher, was hier alles so drin ist. Ich bin echt gleich gespannt mal. Was hast du? Wir haben hier 7.1.6 Punkt im Setup. Das sind insgesamt 13 DALI Oberon On-Wall-Lautsprecher hier, die verbaut sind. Da fehlt ja eigentlich noch die dänische Flagge da vorne neben der amerikanischen. Ja, richtig, normalerweise ja. Das genau. Kannst du auch noch einsetzen. Also, wir haben hier 13 Lautsprecher drin, richtig? 13 richtig. Lautsprecher und 8 Subwoofer. Genau. Holla die Waldfee. Also, Bilder haben wir. Wir haben hier die Lautsprecher. Lass mich raten, irgendwo in dem Bereich Ohrhöhe oder sowas? Richtig. Hast du die außen oder hast du die noch in der Leinwandbereich drin? Die Leinwand ist 266 oder was haben wir hier? Die sind außen angeordnet. Außen, also ganz außen und dann leicht schräg wahrscheinlich angeordnet. Richtig, ne? Okay, genau. Also das sind ja die flachen, oberen Onwall, das sind ja die flachen Lautsprecher. Einer da. Dann hast du einen da hingesetzt wahrscheinlich, richtig. Dann hast du einen auf der Seite hingesetzt, ne? Richtig, ja. Okay. Mega. So, und dann hast du die anderen, weil man sieht ja eigentlich so gut wie gar nichts, außer den da. Und man könnte meinen, richtig. Das wäre ein Lautsprecher, aber das sind ja deine Lüfter da hinten. Richtig, ne? Absolut. Das heißt, die anderen beiden sind dann da oben, einer da hingesetzt genau. Und dann hast, Moment, 6 ja. Hast du gesagt. Hast du auch noch einen Center Height genau. Gemacht? Center Height. Den hast du da oben schräg. Ist der in der Höhe oder ganz da oben? Nö, wahrscheinlich in der Höhe. Nö, so ein bisschen, Stückchen oder? Höher noch. Ein bisschen höher. Ja. Okay, alles klar. Und dann hast du den da innen auch hingesetzt. Richtig. So, jetzt kommt die Nummer 4 und 5. Wahrscheinlich, ich gehe mal auf die andere Seite, kann der Kameramann mich besser sehen. Wahrscheinlich hier irgendwo so in dem Bereich, wo man hier sitzt, so in dem Bereich hier. Genau, ein Stückchen weiter noch zurück. Dahin, da, ne? Genau. Da in dem Bereich dann. Das da ist die Nummer 4 und 5. Genau. Mega. Und da wir ja noch Luft nach hinten haben, das wird sozusagen 30, 40 Zentimeter ja. Plus nochmal die Vertiefung innerhalb der genau. Wand, ja. Hast du da hinten die Nummer 6 und 7. Richtig. So, und oben haben wir einen Voice of God. Den zeige ich euch, oder er zeigt ihn jetzt schon, glaube ich. Ja, nee, ich zeige ihn euch den, genau, da oben ist der Voice of God. Ha, der ist ja mal wirklich im Himmel, ne? Ja, bei der Höhe. Genau. Ja, ja. Okay, also der ist genau, flupp geht der gerade runter. Und dann haben wir da hinten in den Ecken die Nummer 6 und, ja doch, klar, die Nummer 5 und 6 haben wir da. 5 und 6, genau. Vorne 3, 4, 5, 6. Ja. Und du kannst es für alles verwenden. Richtig, genau. Auro, und Auro, Aromatik, Atmos, alles was geht. Ja. Und das muss ja wirklich hier wie eine wahnsinnig kompakte Kugel sich hier alles anhören, oder? Ist auch, ja. Also wirklich, also vom Klangbild her bin ich da sehr begeistert. Ist ja wie, als ob du einen riesen Kopfhörer auffasst. Ja. Okay, mega. So, jetzt dann, komm, ich bin ja einmal hier hinten. Also, Technik. Du hattest schon ein bisschen was an Technik und der Rest musste komplett neu. Wobei, ne, ich glaube, da ist das fast alles neu, ne? Ja, das ist so ziemlich alles neu. Da konnte man kaum, war ja kaum was da vorhanden. Das heißt, genau. Du hast eine separate IOTA in Stereo. Mhm. Wofür hast du die genommen? Für die Frontlautsprecher. Echt rechts jetzt? Und links, ja. Obwohl es Oberon sind, keine Standlautsprecher. Richtig, genau. Mega. Okay, also haben wir da eine Stereo-Endstufe. Da unten drunter ist die Dynacord, die ist für das genau. DBA-System. Da kommen wir gleich nochmal zu. Stichwort, wie benutzt man so ein Ding und wie kriegt man das eingemessen? Ja. Mhm, genau, dann hast du hier, lass mich raten, das ist ein 6-7er. Genau. Der 6-7er, der hat 11 Endstufen. Daher musstest du die beiden noch dazu haben. Logisch, klar, dann kommt es ja hin wieder. Ja. 13 kann er, aber er hat 11 Endstufen, also holt man sich eine Stereo-Endstufe und in den meisten Fällen werden dann vorne die Fronts damit gemacht. Genau. Ein Sony UHD-Player, eine Xbox, ein Sky-Receiver. Das heißt, über Sky wird was geguckt? Sport im Wesentlichen oder? Sport, genau. Ach sehr. Ja, zwischendurch auch mal da Serien oder so. Hast du auch einen Fußballverein, wo auch schon mal ein Dolby Atmos dann wiedergegeben wird? Weil das machen die ja nur bei besonderen Fußballspielen irgendwie, ne, glaube ich, ne, mit Dolby Atmos und Sky. Ja, eher selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also aber die machen UHD, HDR machen die mittlerweile, ne? Ja, das stimmt. Das funktioniert auch ganz gut. Ja. Man muss das immer nur manuell auswählen, ne? Das ist, richtig. Was haben wir denn jetzt gesehen für eine Serie? Da war das nämlich auch UHD. Ach, der Pass. Hm? Kennst du der Pass? Ja. Die Kriminummer ist jetzt die 3. Staffel, das ist die letzte, ne? Die ist gestartet, ne? Und man sieht schon echt einen Unterschied, ob man nur UHD auswählt oder ob man UHD-HDR auswählt. Gerade wenn man so einen JVC da zu Hause hat, ne? Das macht sich echt bemerkbar, weil die spielen ja da nur im Dunkeln oder im Halbdüsteren. Und wenn da ein paar Lämpchen sind, sind die echt deutlich besser und schöner zu sehen. Ja. Kleiner Tipp am Rande. Also das war die Skybox, die da oben ist. Spider-Man hängt da noch in der Ecke. Das ist aber hier Deko, ne? Ja, oder hast du den noch gefunden oder noch übrig oder was? Nee. Der ist aber echt, ne? Oder das ist ein richtiger Schneider, ne? Ja. Wobei, den du da hinten einbauen musstest, der ist deutlich größer, ne? Damit kannst du auch das Empire State Building bauen, ne? Ja. Ja, der muss da nichts tragen, nichts im Genau. Ne? Ja. Und dann hast du da den JVC N5. Richtig, genau. Und der gefällt dir. Da bin ich sehr zufrieden. Der Harley-Projektor, oder wie man es vielleicht sagen würde, das Ding, aber er knattert nicht. Nee. Okay, also die Technik sind wir mal durchgegangen. Das ist natürlich schon ziemlich mächtig. Jetzt warst du ja hier, dann hast du ja mit Handbuch, wahrscheinlich bist du einer der wenigen, der ein Handbuch gelesen hat, hahaha. Absolut. Ne? Bestimmt, oder? Doch, bestimmt. Dann hast du angefangen einzumessen. Hast du selber gemacht? Oder, also die erste Variante? Die erste Variante, ja. Das war dann über Odyssey, über das Programm. Hast du auch das Papptürmchen gebaut? Absolut. Also hast du gemacht? Habe ich gemacht. Also ich habe es nicht die ganze Zeit festgehalten. Nee, macht man ja eigentlich auch nicht. Das stellt man ja hin. Nee, nee, also habe ich jetzt nicht. Ich habe es tatsächlich so gemacht, wie man es machen sollte. Ja. Und ja, das war aber noch nicht so das Ende der Fahnenstange. Also ich hatte ja eingangs gesagt, wir hatten ja noch den Fachmann hier zum Einmessen. Genau, da würde ich mich jetzt mal so in die Richtung gleich gehen. Das heißt also, die Einmessung an sich hast du gemacht. Du hast richtig 6, 9 Punkte, wie auch immer, gemacht. Genau. So, und hattest du das mit dieser App gemacht oder mit dem, was das Gerät ab Werk mit sich mitbringt, also ohne die App? Ohne die App, also mit dem, was das Gerät hergibt bzw. abruft, so habe ich es. Okay, so gemacht, dann sitzt du hier und hast ja auch ein paar Filme hier. Ich sehe da Fast and Furious, wenn der da Gas gibt, oder Jurassic World, der T-Rex kommt, dann willst du ja dein DBA auch und alles das einigermaßen spüren. Und jetzt wird es ja wahrscheinlich kompliziert. Ja, genau. Da war ich eingangs jetzt nicht so ganz so affin, weil DBA oder überhaupt in Sachen Bass, da fehlte jetzt bei mir jede Menge Erfahrung. Mhm. Also da ging es jetzt erstmal darum, funktioniert alles, was man da so anschließt. Das hat es auch getan. Mhm. Allerdings war der Sound nicht optimal. Und da brauchte ich jetzt nochmal Hilfe vom Fachmann, weil gerade auch so in Sachen Endstufen, da hatte ich persönlich so meine Schwierigkeiten. Und ja, da habe ich mir dann nochmal Hilfe geholt, dass das alles so gut abgestimmt ist aufeinander, sagen wir es mal so. Okay, aber jetzt versuchen wir es mal wieder zu definieren. Für mich ist es mal ganz wichtig, mal zu erfahren, wenn jemand so sagt, der sitzt dann da und hat jetzt den Film, guckt da und hört da. Und was ist dann das, was dir, wo dir irgendwas aufgefallen ist, wo du sagst, Mann, das ist zwar laut und ich höre auch von rechts und links ein Auto kommen, aber wo würdest du sagen, war irgendwas noch nicht so richtig rund? Ich sag mal, der Bass an sich, der dröhnte schon sehr. Mhm. Das heißt also, das war jetzt nicht irgendwie eingemessen auf den Referenzplatz. Mhm. Dazu kam dann noch, dass die Einstellungen halt auch von meiner Seite her aus falsch angenommen wurden, weil der Denon, der hat ja 2 Ausgänge, Subwoofer 1, Subwoofer 2 und auch das musste dann halt anders eingestellt werden. Das läuft also über Subwoofer 1, weiß ich jetzt mittlerweile, aber da waren halt auch viele andere Dinge, wo ich dann auch wirklich nochmal fachmännischen Rat dann dazu brauchte. Und das war an der Stelle auch gar nicht so verkehrt. Weil wie gesagt, es ging dabei ja auch nicht nur letztlich um den Bass alleine, sondern halt auch um die Abstimmung mit den Lautsprechern und dem Bass und der Verzögerung. Also es waren einige Dinge, die dann doch da noch so ein bisschen gestört haben im Klangbild. Du hast den Center nach vorne gezogen gehabt. Wie hast du das gemacht? Hast du den hinter der Wand nach vorne gezogen? Hast du den wirklich nach vorne hier vor die Wand gesetzt? Nein, nein, nein. Also nach der Einmessung über Odyssey hörst du ja nochmal, wie sich das Ganze im Raum verhält. Und da waren schon so ein paar Unstimmigkeiten, dass ich da in der Einstellung eigentlich schon was verändert habe. Also vorher in dieser 5.1-Geschichte hatte ich mir auch in der Vergangenheit immer den Center etwas nach vorne geholt, um halt die Dialoge ein bisschen deutlicher wiederzugeben. Also wirklich physikalisch vorgezogen? Nicht physikalisch, sondern in der Einstellung. Also lauter. Oder, Moment, 2 Sachen. Du hast die Meterangabe geändert in der Einstellung. Richtig, genau. Ah, jetzt bin ich dabei. Und dann hörst du ja eigentlich, dass die Dialoge lauter werden. Das, ja, also hatte ich den Eindruck. Aber ich habe da auf jeden Fall ein bisschen was falsch gemacht in der Hinsicht. Okay, okay, aber das war auch nicht für dich befriedigend, weil das hat nicht, das war nicht die Lösung für dich, das einfach die Meterangabe zu ändern. Also wie gesagt, die Technik an sich funktionierte soweit, aber die Einstellung, die war wirklich total daneben. Und jetzt kam dann Holger 2. So, Holger kam letzte Woche Samstag hier hin, hat dann wahrscheinlich sein halbes Auto ausgeladen und hat da ein bisschen an Messequipment und so weiter gehabt. Und dann fing der an mit seinen Messtönen da und hat erstmal gemessen, wie denn hier die Abstände und das alles so sind. Verkabelt war weitgehend alles richtig oder musstest du noch ein bisschen was verändern? Ich glaube, im DBA war nämlich irgendwas noch gewesen. Ne? Soweit war alles verkabelt, ja. Nur die Einstellung musste abgeändert werden. Okay. Wie gesagt, dann das ist aber dann festgestellt worden, ne? Relativ schnell. Genau. Ne? Das konnten wir ziemlich zügig lösen, das Problem. Ja. Und dann ging es eigentlich auch zeitnah dann an die Einstellung. So, nachdem der, was hat er gebraucht? 2 Stunden, 3 Stunden? Braucht er so? Ja, 3 Stunden. 3 Stunden hat er schon gebraucht, ne? So, konntest du die ganze Zeit mit gucken, hören und so weiter, so über die Schulter gucken und auch mal ein bisschen was erklären lassen. Genau, ich konnte alles mitverfolgen und wie gesagt, wir hatten das über dem Laptop laufen bis zur eigentlichen Vorführung, sage ich mal, in der Praxis. Und ja, ich sag mal, das Ohr nimmt das ja jetzt nicht alles 100% so wahr und das konntest du anhand der Kurven doch schon sehr gut erkennen, wo da die Problematik dann bestand. Und ja, da haben wir uns dann rangetastet, sowohl in Sachen DBA als auch in Sachen Lautsprecher mit der oberen Ebene. Gab es die Situation, dass du sagst, pass auf, das ist jetzt weitgehend normgerecht, haben wir jetzt mal eingestellt und du sagst, naja, aber ich hätte vielleicht gerne noch ein bisschen das und das, dann reden wir ja schon mal gerne von so einer genannten Spaßkurve. Hm. Dass der Kunde sagt, pass auf, ich hätte aber gerne doch noch ein bisschen was drüber. Hm. Ja, also das kenne ich ja auch von kalibrierten Bildern, hm, die müssen ja auch nicht jedem unbedingt gefallen, wo manch einer sagt immer, ich hätte aber gerne noch einen Tick mehr Leuchtkraft, Farbe, was auch immer da. Ne? Dann verzieht im Extremfall der Kalibrierer ein bisschen die Nase, genau, aber klar, dem Kunden muss gefallen und so weiter, aber man hat ja wenigstens eine vernünftige, neutrale Basis. Ja. Ne, tatsächlich haben wir uns auch da die Zeit genommen. Mhm. Und haben dann auch wirklich alles mal so ein bisschen ausgereizt, ja, auch mal übers Limit dann gegangen, um zu testen, wie sich das Klangbild da verändert, ja, und ob es wirklich dann eine positive oder auch eine negative Veränderung mit sich bringt. Und ja, konnten dann halt auch, ich sag mal, den optimalen Punkt dann für diese Situation hier ausholen. Jetzt sind 3 Tage, 4 Tage vergangen. Mindestens einen Film, würde ich sagen, hast du geguckt? War das ein Film, den du vorher komplett gesehen hast, oder war das jetzt mal ein ganz neuer Film? Oder hast du extra mal einen genommen, wo du sagst, komm, jetzt will ich mal hören, wie der sich jetzt mal anhört? Sowohl als auch tatsächlich, ja. Ja, okay. Ja. Ich habe also auch einen Film genommen, den ich jetzt schon kannte, ja, in unterschiedlicher Tonspur, muss ja ich sagen. Ja. Und habe geguckt, wie sich das im Vergleich auch zu vorher verändert hat. Ja. Und habe natürlich auch neue Dinge ausprobiert, gerade auch so in Sachen alte Filme, die jetzt neu verfilmt worden sind, wie sich das da verhält. Und im Nachgang habe ich, ich sage jetzt mal, Zurück in die Zukunft beispielsweise. Das ist, ja, das ist ein alter Film. Genau. Und aber der ist ja nicht neu verfilmt worden. Nein. Nicht, du meinst neu abgetastet, genau, vielleicht 4K, genau, oder sowas. Genau. Okay, alles klar. Okay. Mhm. Und ich sage jetzt mal bei Kong beispielsweise, ja, weil ich ihn jetzt gerade sehe, der ist jetzt ziemlich aktuell. Ja. Also da, finde ich, hatte sich das Klangbild dann auch nochmal ein wenig verändert. Beschreibe es, wie was ist er? Ist der größer geworden, der Kong? Ist er lauter? Oder kommt der dir jetzt noch näher dran? Spürst also du den Atem? Man hat mehr das Gefühl, ja, das auch. Also der tänzelt hier schon gut durchs Zimmer, muss man schon sagen. Aber ich muss sagen, das ist wirklich so ein umhüllendes Erlebnis, was es auch eigentlich werden sollte. Und ja, hat eigentlich alle Erwartungen übertroffen in dem Augenblick. Ziel erreicht. Ziel erreicht, absolut. Mit welcher Lautstärke hörst du hier? Hast du eine Idee von der Zahl her? Können wir gleich mal ausprobieren. Ja. Also 2, 3 Bilder zeige ich euch auf jeden Fall. Ich gucke mal, meine Kopfhörer habe ich dabei und vielleicht machen wir mal eine kurze Aufnahme. Hast du Oblivion? Nicht auf originaler Scheibe, nein. Also hätte ich jetzt wie über Sky oder nicht auf originaler Scheibe, nee, so, verstehe ich nicht. So, auf was hast du das denn? So, auf Platte oder auf Schallplatte? Nein, ja, oder auf Sky können wir gucken. Auf Sky können wir gucken. Ja, Kurve, genau. Ja. Wir haben ja Sky, wir haben ja Netflix das und so weiter. Aber ich habe was vielleicht dabei. Gucken wir mal gleich mal. Okay. Ja, okay, das haben wir auch. Leinwand, ich bin vorhin vorbeigegangen. Ich habe ja kurz erklärt, was es da von der Fläche und von der Aufteilung her ist. Mhm. Das ist eine GR-Multi-Format. Komm, wir drehen nochmal. Mhm. Also bleibt ruhig sitzen. Ja. GR-Multi-Format. Das ist ja eine Leinwand, die wir im Programm haben, die jetzt hier auch mit einem schalldurchlässigen Tuch verfügbar ist. Mhm. Und wo du dann die Möglichkeit hast, die Maskierung manuell hier vorne mit 2 kleinen Knöpfchen, also so Vertiefungen sind da, und dann kannst du es einstellen. Das ist natürlich, denke ich mal, in dem Raum auch ein mächtiger Mehrwert, ne? Was den schwarzen Balken angeht, dass du gar nichts mehr siehst. Ne? Weil richtig, das ist ja auch super duster. Ne? Ja. Okay, und ich muss jetzt gucken, ist das 2,66 oder 2,44? Die Breite? 2,35 Innenmaß, Außenmaß 2,55. Ja, okay. 16 also zu 9. Dieses 2,35, die haben nicht 2,44, die haben 2,35. Okay, aber das ist dann die mittlere Variante, würde ich mal sagen, weil bis 2,66 gibt es die ja. Genau. Also und das war die eine darunter, Stufe. Genau, die vorletzte. So, und ja, dann hast du einen Abstand jetzt hier von 2,30 Meter. Also doch 1:1 dann ziemlich genau, ne? Ja. Ja, mega. Sehr schön. Sehr schön, echt toll geworden. So, hier oben nochmal die Lüftung. Ich habe es ja vorhin schon im Bild eingeblendet. Da ist einer, da drüben ist der andere. Mhm. Wenn ich das Fenster jetzt öffnen möchte, würde ich das, bleib ruhig sitzen, würde ich das auch hinbekommen oder hast du da doch einen Zaubertrick? Nee, weil das wäre jetzt wahrscheinlich weg zu entfernen. Genau, ne? Das wäre zu entfernen und man sieht ja eigentlich vom Schnitt her schon. Genau, da sehe ich ein bisschen was. Das ist eine Blende, die davor sitzt. tatsächlich. Das heißt, ist da Push-to-Open angesagt oder wie kriegt ihr da raus? Nee, die sind mit einem Magneten und via Kette zum Einhängen festgemacht und liegen eigentlich nochmal auf der Fensterbank unten auf der Fensterbank. Die liegen da einfach so drauf, da sehe ich was, da liegt was drauf. Genau, da ist eine Konstruktion, die untere Konstruktion ist wie eine Tür aufgebaut. Also man müsste die Blende dann abnehmen, aber das Fenster öffnen. Welche Gründe gibt es, das Fenster zu öffnen? Das wäre jetzt wirklich nur aus Transportmöglichkeiten oder wie auch immer, dass man irgendwie sagt, man bräuchte das noch. Ja. Ich habe es jetzt mal auf Nummer sicher noch bestehen lassen. Wäre nicht so. Was sehen denn die Nachbarn draußen jetzt auf der anderen Seite? Was sehen die denn? Ist die Rollade immer unten oder was sehen die da? Ne, die Fenster an sich sind foliert. Also du hast von außen so wie so eine Art Milchglas. Milchglas. So also das ist jetzt das neue Badezimmer für die da draußen. Genau. Also du siehst da eigentlich gar nichts, dass das hier wie ein Kino wirkt oder wie auch immer. Okay. Mit den Nachbarn hast du keine Probleme, weil da ist das Haus zu Ende, da ist die Straße, richtig. Da war der Eingang und da ist deine Frau. Richtig. Aber ihr guckt hier meistens zusammen. Richtig. Also Probleme mit Nachbarn habe ich hier nicht. Und oben drüber sind die Kids noch? Oben drüber sind die Kids, ja. Und das war's. Und das war's. Das ist echter Schiefer, ist das, ne? Ja. Das sind Platten, die du aneinander klebst, da mehr oder weniger, ja? Genau. Kann man das gut bearbeiten? Hast du einen Tipp, Trick? Ist nicht wie dieses Hanf oder so, ne, wo man alle Scheren dieser Welt kaputt macht. Nee. Da gehst du mit der Säge dran, wenn du was anpassen musst. Naja, also wenn du das wirklich, wenn du das anfertigst, war das auch mit der Flex und einer Diamantscheibe geschnitten. Also das ist richtig Stein und ja, ich sag mal, die sind, das sind Fliesen. Platten, fertige, ähnlich wie diese Holzverbländer, die ihr auch schon mal verwendet habt. Ja. Genauso was halt, nur in Stein. Also sehr, sehr gemütlich, sehr schönes Ding ist das hier geworden, kann man ja anders sagen. Echt toll. Und schöne Dekos hast du hier auch drin. Ich würde sagen, komm, wir machen jetzt noch mal eben einmal 2, 3 Aufnahmen mal und zeigen mal, was hier so abgeht und wie das Ganze so aussieht, damit ihr so noch ein Gefühl bekommt von dem, was man hier in diesem Raum machen kann, der gerade mal knapp 11 Quadratmeter nachher noch übrig hat. Ein bisschen mehr hat er ja gehabt, aber wenn Holger kommt, dann will der, und DBA war sicher, das wolltest du irgendwie hinbekommen, ne? Das war sicher, ja. Sehr schön. Okay, jetzt machen wir Lautstärke. Hast du jetzt hier 50? Was hast du gesagt? Wie laut machst du schon mal? 70. 70. Normalerweise habe ich das 70. Auch nach der Einmessung. Ja. Ist nicht dein Ernst. Wir müssen uns verstecken. Da. Können wir das Licht ausmachen? Das Licht. Ah, danke. Das gehört ihm jetzt nicht mehr. Machst du mal bitte Licht an? Mhm. Also 70 ist ja schon eine Ansage, ne? Ja. Ich bin ja auch einer Freund, der gerne laut hört. Aber das ist ja schon richtig. Mhm. Und da sagst du, dass deine Frau dann trotzdem noch einen tiefen Schlaf hat? Oder sagst du, Schatz, also wenn ich... Also bei dem Vorführeffekt jetzt natürlich nicht. Dann müssten wir jetzt so gucken, wie jetzt hier auch, logischerweise. Aber ich sag mal, wenn wir beide jetzt zusammen hier in dem Raum sitzen und wirklich mal einen Film gucken, den wir jetzt so noch nicht kennen, und du hast, möchtest dieses Kinoerlebnis haben, dann auf 70, ja. Also finde ich eine Ansage. Wobei ich muss sagen, es war schon noch alles ziemlich differenziert da gewesen. Ich habe es jetzt nur mal deshalb auf 65 eingestellt, weil ich gar nicht weiß, ob meine Mikrofone da noch mitspielen oder ob das jetzt alles schon verzerrt war. Das werde ich jetzt heute Abend feststellen. Ich hoffe mal, die Aufnahme war noch ganz gut gelungen. Ich habe gerade noch an der Aromatik was eingestellt. Da gibt es ja im Surround-Modus die Möglichkeit, das noch zu verändern, zu vergrößern von der Räumlichkeit her. Und Fakt ist, also ich habe gerade meinen Millennium Falcon schön durch den Raum fliegen gehört, und zwar über mir. Das war natürlich genau das, was ich haben will, ne? Genau. Und wie du schon sagst, also die Umhüllung ist natürlich in dem Raum hier genial. Und wenn ich sehe, was du hier an Material hast, was den Subwoofer angeht, ist der aber echt schön kontrolliert hier drin, ne? Ich hatte so ein bisschen Sorgen, dass das auch too much werden könnte, aber klar, dafür war zwar auch Holger 2 da. Aber das passt wirklich cool. Ja. Und du spürst auch noch ein bisschen was in den Beinen, weil das ist ja auch noch schön, wenn noch ein bisschen Druck da entsteht. Genau. Weil es ja kein I-Beam hier, ne? Nein, habe ich nicht. Aber brauchte ich jetzt hier auch nicht. Nee, brauchst du nicht. Nein, wirklich. Und dieses Erlebnis, also man muss es mal wieder nochmal festhalten, ja? Wir sind echt jetzt im Jahre 2023. Das Sicht- und Abstandsverhältnis von 1:1, das ist mittlerweile fast schon Standard geworden. 2,35 die Bildbreite, 2,20, 2,30 ungefähr der Abstand, den wir hier haben. Das kann man machen. Und wie heißt so schön, salopp gesagt, Platz ist in der kleinsten Hütte. Ja, wobei das mit der Höhe ist natürlich schon echt, man sieht immer diesen riesen Deckel da oben. Das ist schon geil. Kommt ein bisschen hallenmäßig drin vor, ne? Ja, das stimmt. Schon ein bisschen was anderes als im Keller, ne? In manchen anderen. Ja, gut, jeder ist irgendwie gerade bestmöglich geht, aber es ist kein Nachteil. Sagen wir mal so, ich würde jetzt hier nie und immer die Decke 1 Meter abhängen, der Motto, dann ist vielleicht die Akustik besser, und man kriegt das im Griff. Ja, das stimmt. Also sehr, sehr schön. Komm, lass uns mal eben den Holger dazu holen, den Holger Franz von heimkinobau.de. Der hat ja mal hier mit dir im Vorfeld das alles besprochen. Ich würde mal so ganz spontan wissen wollen, was waren denn seine ersten Gedanken, als er dann diese Abmessungen und das alles gehört hat. Ja. Und das holen wir uns mal eben live da rein. Dazu baue ich mal eben mein Tablet auf und dann schauen wir eben. Mein lieber Holger, wir stören dich, glaube ich, gerade, beziehungsweise wir sorgen dafür, dass du gerade eine Pause hast, weil du bist seit 2 Tagen und die Nacht mit dem guten Florian dabei, das Heimkino in Norddeutschland fertigzustellen, und zwar an der Wurster-Nordseeküste, war das richtig? In Wurstdorf. Richtig. Da, wo der Sitz von deiner Firma ist, jetzt heimkinobau.de. Wir können ein paar Bilder einblenden. Das Ganze wird ja ziemlich... Ja, sieht ziemlich gut aus, und das Ganze wird im Voraussicht im September dann nochmal so richtig groß eröffnet. Machen wir groß Party, und die Bude, wo du da jeden Mittag dein Fischbrötchen holst, die holen wir dann mal nach vorne. Dann kann dir den ganzen Tag da auch die Fischbrötchen verteilen, nicht wahr? Absolut, das ist der Plan. Wobei natürlich, weil jetzt schon die ersten Fragen kamen, natürlich auch vor der offiziellen Eröffnung man uns natürlich auch schon besuchen und sich das angucken und anhören kann. Na, ist doch wunderbar. So, jetzt aber noch mal kurz zu unserem Dennis hier. Ja. Also, ich hatte ja die Bilder bekommen letzte Woche, nachdem unser guter Holger 2 hier war und die Einmessung machte und sagte mir, hör mal, da musst du unbedingt mal hin, weil das ist schon ein besonderes Sahnestückchen, was hier gemacht worden ist. Als ich dann in den Raum reinkam und ich habe das auf den Bildern so nicht erkennen können, war ich doch erstmal ziemlich perplex, weil man kann es ja mal so ausdrücken, es ist ja schon alles sehr kompakt hier, ne? Also bei der Grundfläche, die wir hier haben. Und dann hast du es echt noch gewagt, ihm da ein paar Quadratmeter zu klauen, weil du da ein DBA installiert hast. Das haben wir auch alles schon ausführlich besprochen. Was war denn dein erster Gedanke? Weil hier ist ja die Decke auch wirklich geil hoch, ne? Also der erste Gedanke war, dass das gut funktioniert, weil der Dennis ja hinten in der Rückwand diesen Schacht hat, wo der Beamer reingekommen ist. Ansonsten hätte man das ja mit der Leinwand gar nicht hinbekommen. Und als ich wusste, dass das mit der Leinwand und dem Beamer kein Problem ist, war ich mir auch sicher, dass wir klanglich da was Gutes hinbekommen. Wenn du jetzt hörst, du hast jetzt hier diese Grundfläche mit der hohen Decke, ist das für dich mehr von Vorteil oder eher von Nachteil? Also für dich ist gut, also schlussendlich ist es ja für unsere Ohren eine wichtige Sache, aber für dich von der Planung her, sagst du, pass auf, du musst da lieber einen Meter abhängen oder nee, also eigentlich genial, so eine hohe Decke. Also für mich persönlich, jetzt sind wir in meinem persönlichen Bereich, ich finde eine hohe Decke prinzipiell immer gut, weil es dann einfach von oben nicht drückt. Man hat einfach genug Platz. Man kann auch eine große 16:9 Leinwand hinhängen, wo man ohne genug Raumhöhe sonst keine Chance hätte und. Je höher die Decke ist, desto höher können natürlich auch die Lautsprecher hängen. Diesen 30-Grad-Winkel, den können wir auch einhalten bei niedrigen Decken. Aber dann rutschen die Lautsprecher näher ran, die sind näher an den anderen Lautsprechern und dadurch hat man nicht diesen Umhüllungscharakter wie bei hohen Decken. Deswegen sind natürlich aus klanglicher Sicht hohe Decken immer von Vorteil, weil man einfach dieses Gefühl des umhüllenden Klanges bei hohen Decken besser hinbekommt als bei niedrigen Decken. Also heißt, hohe Decke drin lassen, nicht abhängen, man kann die Lautsprecher besser positionieren. Hast du nicht die hohe Decke, musst du bei den Lautsprecherpositionierungen anders arbeiten als wie hier. Die würden dann weiter in den Raum reinkommen, genau, wie wir es in den letzten Monaten auch diverseste Male gezeigt haben. Richtig, ganz genau. Kannst du dich noch erinnern ans erste Gespräch mit Dennis? Was waren so seine Wünsche oder wie ist das gelaufen im Dialog? Er war ja bei uns gewesen, er wurde ja bei uns regelrecht versaut, so habe ich das ja rausgehört. Ja? Also nach dem Motto, das will ich jetzt auch haben. Ich weiß noch nicht, welcher Raum dran glauben wird, aber relativ schnell war klar, dass das hier das ehemalige Büro sein wird. Also da das Ganze jetzt ja tatsächlich schon ein paar Monate zurück ist, kann ich mich an das allererste Gespräch jetzt nicht mehr unbedingt dran erinnern. Aber ich weiß noch genau, wie wir halt das mit dem Schacht hinten immer besprochen haben, mit dem Beamer, mit der Leinwandgröße. Und das war eigentlich immer so der Hauptpunkt, auch den Schacht dann richtig einzuzeichnen. Dann war der erst falsch eingezeichnet. Das waren so eigentlich die ersten Gespräche. Und natürlich war der Dennis vorher bei unserem Dennis und hat sich da auch alles zeigen und hören lassen und hatte dann natürlich schon ganz konkrete Wünsche und auch sogar schon ein Angebot von euch erhalten, was er sich an Technik ausgesucht hatte. Und das haben wir dann, ich denke, recht erfolgreich alles in diesem Raum umgesetzt, eingesetzt und installiert. Bei dem Subwoofer-Systemen sagst du da, okay, also die Größe muss es mindestens sein oder die wäre schon too much? Gibt es too much, also zu viel? Zu viel gibt es eigentlich nur, weil dann eventuell gerade bei Dennis seinem kleinen Raum die Lautsprecher nicht mehr hätten platziert werden können, wenn wir jetzt zu große Kisten nehmen. Aber letztendlich ist es alle eine Sache des Einmessens hinterher, dass die Subwoofer eben nicht vordergründig alles kaputt spielen, sondern sich homogen mit Mittel- und Hochton der anderen Lautsprecher in den Klang integrieren. Das haben wir auch rausgehört, denn das ist definitiv die große Verbesserung gewesen nach der Einmessung durch Holger 2, weil das, ganz flapsig gesagt, überfordert jeden, der zum ersten Mal so ein System vor sich hat und nicht weiß, wie er das einstellen soll, weil das ist was anderes, als wenn ich einmal eine Einmessung mit Odyssey mache. Gar keine Frage. Also das hat auch super geklappt. Weißt du jetzt übrigens, das weiß ich jetzt gar nicht, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was für eine Größe ist denn hier drin? Hast du zufälligerweise in deinem wunderbaren Archiv? Ja, 12 Zoll. Ja, wollte ich gerade sagen, sind 12 Zoll. 12 Zoll Subwoofer drin. Das heißt, das sind die Selbstbaukästen, nicht wahr, oder? Genau, das sind unsere Custom-Made-Subwoofer mit den Dayton-Audio-Chassis, 4 vorne, 4 hinten. Der Holger hat das dann so eingestellt, dass die hinteren absaugen, wenn die vordere Wellenfront hinten angekommen ist. Das heißt, die spielen nicht alle 8 so rein, sondern im Prinzip im Wechselspiel, um eben die Raummoden maximal auslöschen zu können. Ja, sehr genial. Also, mir gefällt es sehr, sehr gut. Es war wirklich ein geiler Klang. Allerdings wäre es für dich nix. Ich kann dir auch sagen, warum. Zu viel Bass. Weil was? Zu viel Bass. Nein, überhaupt nicht. Genau, der Bass ist alles richtig. Weißt du, welche Grundlautstärke hier schon mal gefahren wird? Ich muss leider, tut mir leid, alles aber man musste durch jetzt. 70. Das ist selbst für mich schon eine echte Herausforderung gewesen. Das muss ich also auch sagen. Ich habe es nachher auf 65, aber nicht wegen meinen Ohren und wegen den Lautsprechern. Das haben die alle gut mitgemacht, sondern wegen meinen Kopfhörern. Ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt verzerrungsfrei aufgenommen haben. Aber das war schon mächtig bei der WUM. Also es hat schon Spaß gemacht. Es ist ein tolles Kino geworden, wunderbar auch von der handwerklichen Seite. Also wenn das mal nichts mehr wird da bei deinem Job oder so, du hast mal Lust mehr Kinos zu bauen, ihn musst du anrufen, der nimmt dich mit Kusshand. Das ist überhaupt keine Frage. Gute Leute können wir immer gebrauchen. Aber nein, dann müsstest du vielleicht zur Nordsee umziehen, Dennis. Aber ich kann dir sagen, hier ist auch schön. Das glaube ich wohl. Genau, und Harley-Händler gibt es da auch. So, und nein, aber wirklich, diese Höhe und das alles ist für mich jetzt auch mal ein neues Erlebnis, was Raum angeht und auch wie man den Raum am besten nutzen kann. Ganz toll gemacht, wirklich tolle Geschichte. Also tolles Projekt, herzlichen Glückwunsch allen, die hier dran beteiligt waren. Ja, danke. Und das mit den Steinen, ich habe ja bisher nur Bilder gesehen, aber das mit den beleuchteten Steinverblendern sieht halt jedes Mal toll aus. Mir gefällt das total und da hat der Dennis auch guten Geschmack bewiesen, denke ich. Ja, es ist das. Es sind die Sachen, dass hier die Seitenteile eben auch wieder schwebend sind, mit Licht nach unten. Dann hat er hier nochmal Fächer, auch Fächer, die wirklich tiefer sind als die Steinwand, würde ich sagen. Ja. Ne? Auch so, ne? Hat er reingesetzt. Dann hier hinten die Fächer, die beleuchtet sind. Also wirklich schön. Und nachher, wenn der Film läuft, stört dich gar nichts. Da siehst du nichts von. Das Ding ist duster wie, weiß nicht was. Und es ist also wirklich alles da. Wirklich toll. Überall, wo du hinguckst, findest du was. Ich hoffe, ich habe alles aufgenommen mit der Kamera, dass ihr das zu Hause auch alles so nachvollziehen könnt. Und das auf 3,75 mal 3,91 Meter Raumgröße, also auf 13, 14 Quadratmetern maximal. Ja, weil toll. Die Leute immer sagen, so einen großen Raum habe ich nicht, sagen ja viele Leute, dann braucht man so viel. Nee, wenn man sich ein bisschen reduziert und nicht 3 Sitzreihen haben will, dann kann man auch tatsächlich in einem alten Kinderzimmer oder Homeoffice-Büro ein tolles Heimkino bauen. Ja, aber du hast ihm ja schon wieder ein paar Quadratmeter geklaut, aber das hast du gut gemacht, ist alles gut. Danke, danke. Ja, es müssten irgendwie so knapp 11 Quadratmeter noch übrig geblieben sein. Dann habe ich ihm aber nicht viel weggenommen, das ist ja noch harmlos. Alles klar, mein Lieber, dann sage ich weiterhin viel Spaß, halt uns am Laufenden, schick weiter fleißig Bilder. Was uns demnächst da oben erwartet. Und ihr seid ja schon, ich sag mal, das Ziel ist ja schon sichtbar, nicht wahr? Ja, zumindest das Kino sollte Ende der Woche fertig sein, aber dann noch der Vorraum, sodass man auch wirklich mal Kunden empfangen kann, dass sie durchs Lager laufen müssen, all solche Dinge. Das wird noch ein bisschen Arbeit und Zeit brauchen. Also du willst mir damit sagen, dass ich beim nächsten Mal keinen Helm aufziehen muss, bevor ich ins Kino komme, ja? Richtig, und auch keine Gummistiefel. Sehr schön. Okay, wird ja mal besser. Alles klar, weiterhin viel Spaß. Danke euch, macht's gut. Bis dann, ciao. Danke, tschüss. So, mein lieber Dennis, wir kommen zum Abschluss der ganzen Aktion hier. Danke nochmal für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Sag mal, du hast gesagt, du machst noch ein bisschen Feintuning, die eine oder andere Ecke musst du noch ein bisschen nacharbeiten. Da bist du doch sehr perfektionistisch veranlagt, habe ich so das Gefühl, weil das sieht schon ziemlich cool aus hier. Aber du willst noch ein bisschen Feintuning machen. Ja, ich sag mal, fertig ist man letzten Endes ja eh nie so ganz. Aber ich bin mit dem Projekt noch nicht ganz durch. Also ein paar Sachen, die ich ja jetzt aufgrund der Verletzung nicht ganz zu Ende stellen konnte, müssen jetzt auf jeden Fall noch gemacht werden. Die Tür, die wird dann noch optimiert und so ein paar andere Kleinigkeiten. Türoptimierung wäre für dich was? Türoptimierung in dem, dass man sagt, die wird schallgedämmt, da kommt eine dicke Drücktür rein. Ah, okay. Die komplette Tür wird entfernt und dann kommt da eine Schallschutztür rein. Na super, okay. Ja, das ist natürlich schon eine ordentliche Geschichte, weil sonst geht es wahrscheinlich durchs ganze Haus noch hier, ne? Je nachdem, was du hier hörst, dann werden die schon genau wissen, in welcher Szene du gerade bist. Genau. Okay, alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke mal, es war mal wieder eine neue Perspektive von, wie macht man sich ein Heimkino in die eigenen vier Wände, was brauche ich, wie gehe ich am besten vor, was lernt man. Man lernt auf jeden Fall, dass man, es schon hilfreich ist, wenn man eine unterstützende Frau und Partnerin hat oder Partner oder wenn man natürlich auch eine Menge Freunde hat, die natürlich dann nachher alle auch mal hier mit reinschauen wollen. Und das ist wahrscheinlich auch schon der Fall, oder? Absolut, ja. Ja, da hinten kann auch der andere noch stehen oder auch noch mal sitzen, aber ansonsten vier Leute passen auf jeden Fall gemütlich hier drauf. Ja. Was mit Musik? Ich habe vorhin eine Szene von Pink Floyd hier laufen gehabt. Ist Thema Musik auch was, wo du sagen würdest, das interessiert dich auch? Ja, ist auch auf jeden Fall interessant. Okay, da du jetzt nicht die dänische Flagge jagst, habe ich dir aber trotzdem was mitgebracht. Das ist eine Demoscheibe von DALI. Das ist die Scheibe hier, ich glaube die Nummer 4 ist das hier. Ja. Das ist eine mit schöner Stereomusik, aber einer ziemlichen Bandbreite. Eventuell hast du davon Ausschnitte auch bei uns gehört, weil die nutzen wir natürlich auch gerne zur Wiedergabe mal von im Vergleich der Lautsprecher. Bei uns im Studio 2, wo ihr Lautsprecher vergleichen könnt, bringt euch eure eigene Musik mit oder wir zeigen euch eine Bandbreite an schöner Musik. Ja. Ne, kann man zwar auch kaufen, ist aber mittlerweile schwer zu bekommen, ist glaube ich sogar ausgelaufen. Ha, wer weiß, was ich da für ein Sammlerstück gerade vergebe, aber mache ich gerne. Die gibt es weiterhin noch bei uns im Programm. Das ist hier das Thema Chillen und Dance Music, wo das Ganze in Dolby Atmos und Auro ist. Ich hoffe, die hast du noch nicht. Ich meine, die hast du noch nicht. Ne? Nein, nein. Siehst du, hast du darauf gewartet, dass ich vorbeikomme und die mitbringe? Genau. Danke, danke. Deine Frau kuschelt drüben schon in der Decke. Ne? Die hat sie schon bekommen. Die Tasten sind natürlich auch hier. Also alles in guten Händen. Dankeschön. Ich sage nochmal vielen Dank, dass das Ganze so spontan geklappt hat und so hier gerade mit uns das gemeinsam durchgeht. Und dir auf jeden Fall erstmal gute Besserung. Dankeschön an der Stelle. Ja, und vielen Dank für den Besuch. Ja, und ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Und Fingerchen hoch wäre immer super und abonnieren den Kanal wäre auch super. Dann kommen wir vielleicht doch noch schneller, als wir denken, an die 70.000, weil die nächste Zielsetzung sind die 70.000. Die 32 Millionen haben wir, glaube ich, so gut wie geknackt. Das ist natürlich auch eine coole Geschichte. Und ansonsten wäre es natürlich auch nochmal super. Wir sehen uns in unseren Studios. Das ganze GROBI-Team freut sich auf euren Besuch. Wir sind natürlich die ganze Zeit greifbar. Während der Sommerferien NRW 2023 haben wir samstags von 10 bis 14 Uhr auf. Aber ansonsten bis dahin noch 10 bis 16. Guckt am besten auf unsere Homepage, da stehen alle Öffnungszeiten drauf. Bis die Tage. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wir von GROBI.TV begeistern uns schon seit über 22 Jahren für das Kino und die große Welt der Unterhaltungselektronik. Bei uns arbeiten Kinofans, die dir die aktuelle HiFi und Videotechnik in Kaarst begeistert präsentieren werden. Und das für jeden Geldbeutel. Falls du auf der Suche nach perfekten Lautsprechern oder HiFi-Elektronik bist und du zudem noch auf Design und Funktion achtest, bist du bei GROBI.TV richtig. Das Bild sollte größer sein? Du willst dir das Kino nach Hause holen? Wir zeigen dir eine Auswahl von Heimkinoprojektoren und natürlich erfüllen wir dir auch den Traum von deinem eigenen Heimkino. Kino ist nicht für dein Handy, dein Tablet oder deinen Fernseher gemacht. Besuche uns in Kaarst oder auf unserem YouTube-Kanal und tauche ein in die Welt der Unterhaltungselektronik. Ja, wir haben die Zeit und die Kompetenz, die ihr woanders vermisst. Wir freuen uns auf euren Besuch.